Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren über das Hypo-Debakel und wie viele Milliarden es uns kosten wird und vor allem die Frage, warum müssen die Steuerzahler das zahlen und wurden die Gläubiger heute mit 750 Millionen ausgezahlt? Nicht zum letzten Mal. Wir haben jetzt sehr viele Fragen hier im Publikum. Ich beginne gleich hier bei Ihnen in der ersten Reihe. Bitte sehr. Ja, hallo, mein Name ist Fiona Kaiser von der Sozialistischen Jugend. Ich wollte ganz kurz darauf eingehen, dass ich es wirklich sehr klug finde, sich alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu überlegen. Ich glaube, dass die längst überfällige höhere Besteuerung auf Vermögen wichtig ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es kreative Möglichkeiten auch gibt, wie zum Beispiel zu überlegen, ob man Einnahmen lukrieren kann aus der Besteuerung von Cannabis und dem staatlichen Monopol. Das andere, was ich für wirklichen Wahnsinn halte, ist, wann bei solchen Entscheidungen die Bonität des Finanzplatzes Österreich im Vordergrund steht. Ich glaube, das Wichtigste dabei muss sein, dass das Wohl der arbeitenden Bevölkerung an erster Stelle steht. Das tut es jetzt gerade nicht. Und deswegen würde ich gerne in den Raum werfen oder den Vorschlag machen, warum wir eigentlich nicht jene, die jetzt eine Rechnung zahlen sollen, für die sie nicht verantwortlich sind, auch darüber befragt, ob sie zu dem überhaupt bereit sind. Das heißt, Frage Volksbefragung darüber, ob man diese Lösung haben will. Gibt es da eine Möglichkeit dazu? Ich weiß nicht, was wir gewinnen sollen bei einer Volksbefragung. Fakt ist, dass dieser Schaden entstanden ist und wir dieses Problem jetzt lösen müssen. Es ist leider nicht eine Frage, ob wir es zahlen, sondern wir müssen es zahlen. Die Banken oder die Steuerzahlerinnen. Danke sehr. Wir alle.